herzlich willkommen zu Sinnlos. Nein. Okay. Herzlich willkommen zu Sinnlos. Kein Plan, aber. Aber klingt gut. Ja, heute habe ich hier einen bezaubernden Gast, den Jonas, dabei. Freut mich, dass du auf jeden Fall dir die Zeit genommen hast, dich mit mir hier hinzusetzen. Gerne. Und ich habe einen bezaubernden Gast neben mir, den Julian. Dankeschön, dass du auch hier bist. Natürlich. Also das mache ich doch mit Herzen, mein Freund. Weißt du doch. Nee, wir wollen auch erstmal sagen, sorry für die Audio letzte Folge, ja? Nein. Wieso ja, nicht? Ja doch, letzte Folge. Ja, vor zwei Wochen. Was sagst du? Wolltest du jetzt sagen, dass ich mich entschuldige für letzte Woche, oder ja, was? Ja. Damals habe ich schon auf Instagram gemacht, keine Sorge. Ja, aber wir folgen jetzt auf Instagram von den Hörern, die wir haben. Schon, war. Wenn ihr noch nicht auf Instagram folgt, dann okay, folgt geil. Uns auf Instagram. Sinnlos.podcast. Nee, Sinnlospod, glaube ich. Sinnlospod. Du hast es halt auf TikTok und auf Instagram anders. Es ging auch nicht anders. Ich konnte das nur anders, also unterschiedlich benennen. Warum? Weil die jeweiligen Namen, ich habe immer so variiert, irgendwie war irgendwas schon vergeben. Das ist eine kranke Scheiße. Genau wie Sinnlos.pod, glaube ich, wollte ich nehmen. Ging nicht. Habe ich gegoogelt, ob es den Account gibt. Gab's nicht. Tamam, alles okay. Ja, gut. Vielleicht, weil der das erkennt als Dateiendung. Manche Dateiendungen funktionieren nicht. .exe aber, oder was? Ja. Aber Pod? Bruder, was ist Pod für eine Dateiendung? Was willst du damit öffnen? PowerPoint? 3? Nee, PowerPoint ist PXT. Nein, ehrlich. Krass, ne? Die haben auch noch eine Alternativdatei, ne? OTDX? Nee, das ist... Das ist die von Open... Open, ne? Presentation, OPPT, PPTX, glaube ich, ist das. Ja, das ist das von Microsoft noch. Boah, ja, guter Anfang auf jeden Fall. Aber ich habe mir natürlich wieder nicht lumpen lassen und ich habe mir eine wunderschöne Smalltalk-Frage ausgedacht, damit wir natürlich wunderschön in diese heutige Folge starten können. Und ich auch da interessiert mich einfach mal, was würdest du, also guck mal, stell dir vor, dein Haus brennt jetzt, okay? Stell dir vor, nö, wir klopfen auf Holz, wird nicht passieren, aber stellen wir mal vor, dein Haus brennt. Welche drei Dinge würdest du mitnehmen? Und dazu möchte ich nochmal sagen, du kannst jetzt nicht sagen, ich nehme meinen PC mit, weil du hast keinen Strom danach. Außer du gehst in irgendeine Butze, wo du Strom hast. Aber so weißt du, du kannst, also PC heißt jetzt nicht noch Desktop, Maus, Tastatur, naja, sondern klar. Alle Gegenstände einzeln. Was würdest du mitnehmen? Zählen die Gegenstände, die du am Körper trägst? Alles, was du am Körper trägst, also was du jetzt gerade bei dir anhast, das hast du automatisch dabei. Okay. Also alles, was jetzt hier in der Hose ist. Ich habe schon mal wenigstens ein Handy, das ist schon mal gut. ich würde auf jeden Fall meine Festplatte mitnehmen. Meine mobile. weil ich da sehr viele Bilder drauf habe, die ich nicht verlieren will. Na, okay, gut, verstehe ich, ja. Nee, Bilder verstehe ich hundertprozentig. Das wäre so mein erster Gegenstand. Mein zweiter Gegenstand, das Doofe ist, wir haben sehr viele Fotoalben, die will ich eigentlich nicht verlieren. Das Problem ist, das zählt halt nicht als ein Gegenstand, sondern halt jedes Fotoalbum. Jedes Fotoalbum ist ein Gegenstand. Das ist das Problem. Außer es ist ein Karton mit voller Fotoalben. Ja, nee, aber ich kann im Schrank alle packen und auf einmal rausgehen. Ja, gut, aber dann kannst du aber nichts mehr anderes mitnehmen. Ja, das stimmt. Was willst du denn sonst mitnehmen? Stell dir vor, du hast noch einen dritten Arm und in jedem Arm fasst eine Sache rein. So. Der stell dir vor, das kam auch früh. Was wären so die drei Sachen, die du catchen würdest? Dum, dum, dum. Ich cut das nie raus, ne? Also ich sag immer, aber ich cut's nie. Ich finde es irgendwie lustiger, wenn diese Kopf. Ich überlege, ob ich irgendeinen Ordner habe, der wichtig ist. Stimmt. Ja, Zeugnisordner ist nicht wichtig. Kannst du so Ordner? Ich dachte, du bist immer noch auf deinem PC-Trip, aber das ist Ordner, ja dann alles Ordner. Auf deiner Festplatte wahrscheinlich. Aber so an Dokumenten, also die ganzen, also Zeugnisordner ist unwichtig, die kannst du dir alle ausdrucken lassen bei den Schulen. Deswegen ist der uninteressant. Der andere Ordner mit meinen Rechnungen. Juckt nicht. Das ist alles digital. Wahrscheinlich ja, sogar, nee, ne? Nicht. Nicht alles? Wollte ich mal machen, digitales Büro und so, aber... Dauert noch, wa? Ja, dauert noch. Und der dritte Ordner, den habe ich auch unwichtig. Boah, das ist schwierig.
Aber warum willst du einen Ordner einpacken? Ja, nein, ich habe überlegt, ob ich irgendwelche wichtigen Ordner habe, die ich mitnehmen würde. Ach so. Aber habe ich nicht. Deswegen ist es eher so, würde ich sagen, okay, ich würde mir dann noch 2 Fotoalben packen. Und wir haben so dünne und dicke. Mhm. Deswegen würde ich mir die dicken Fotoalben dann noch packen. 2 Stück. Ja, okay. Dann habe ich ein paar Fotos. Einfach so Erinnerung noch mäßig, ja, ne? Ja, scheiß auf dieses Material, du kriegst ja easy wieder. Ja, eben. So, ich glaube, also bei mir wäre es, also du hast jetzt deine 3, ne? Ja, ja, genau. Also bei mir wäre es, glaube ich, halt, wenn man nach deutschem Recht gehen würde, müsste ich Molly und Salem separat mitnehmen. Aber sagen wir mal, die sind klug genug, dass sie nicht in Feuer rennen und die kommen selber raus. Da geht's um Leben. Die zählen nicht, okay. Boah. Ich wäre tatsächlich würde ich meinen Karton voller Pokémon-Spiele mitnehmen, mhm, weil das einen emotionalen Wert für mich hat. Also es, ja, hat für mich einen emotionalen Wert, vor allem weil die meisten Spiele noch original sind und so ein Kram. So. Und viel mit meiner Kindheit verbinde. Boah, was würde ich sonst noch mitnehmen? Es gibt echt nicht so viel, an dem ich wirklich fest gebunden bin, ne? Also, ich denke mal, ich würde noch meinen PC mitnehmen. Also, abseits vom Bildschirm und so, ne? Nur diesen Tower mit den Sachen drin. Einfach, weil da auch viele Sachen drauf sind, ne? Ja, so, und die ich nicht mehr so leicht zurückbekomme. Muss ich irgendwie alles mal saven. Ja, das Ding ist, da habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich glaube, ich habe mittlerweile eigentlich nicht mehr so viel auf dem PC, was mir wehtut, wenn es weg ist. Mhm. So, ne? Generell, es gibt sehr viele Sachen, die schade wären, wenn sie jetzt weg wären. Ja. Aber nichts, was ich sehr tragisch finde. Also da finde ich die Bilder schon eher wichtiger, mhm, wenn wir davon keine Kopien oder sowas haben. Ja. Musst du mal digitalisieren. Ja. Die sind ja eigentlich digitalisiert, wäre unsere Festplatte damals nicht kaputt gegangen. Ich glaube, du wirst. Also, Alarm. Businessman. Ich habe schon eine Stunde vertan. Huch. Der Businessman. Ja. Bevor wir jetzt stehen geblieben. Wegen Fotos digitalisieren. Achso, ja. Für die Festplatte nicht abgeraucht. Wir haben eine Festplatte, die abgeraucht ist. Die könnte man, glaube ich, mal in so einem Studio einschicken und dann würde der die, glaube ich, noch die Daten retten können. Müsste man aber auch dann auch erstmal machen. Außerdem weiß ich gerade auch gar nicht mehr, wo die ist, leider. Hm. Das ist das Problem, da müssen wir mal suchen. Aber das wäre mir wichtig, das müssten wir mal irgendwann mal machen. Das müsstest du auf jeden Fall mal machen. Oder die halt vielleicht nochmal neu digitalisieren auf eine Festplatte. Ja, das Ding ist, auf dieser Arbeit, Festplatte, ne, sind natürlich auch noch Bilder drauf, die nicht ausgedruckt sind. Das Weil es kam ja doof. Irgendwann dieser digitale Zeitpunkt, wo alles halt digital gespeichert wird und meine Eltern halt einfach keine Zeit hatten oder keine Lust hatten, in dem Moment die Bilder ausdrucken zu lassen. So, ne? Boah. Da sind halt sehr viele Kinderfotos auch von mir. Meine Schwestern beide, die haben so einen Ordner zum 18., also wir haben alle 3 einen Ordner, so ein Fotoalbum zum 18. bekommen mit halt ganzen Fotos von uns. Da, ne? Das so Problem süß. Ist, bei mir sind halt nicht sehr viele Fotos drin, weil bei mir kam irgendwann wirklich dieser digitale Kamera-Zeitpunkt und meine Mutter hat die Bilder nicht ausgedruckt und die sind auf dieser Festplatte, die kaputt gegangen ist. Deswegen, ich hänge da sehr eigentlich an dieser Festplatte. Ja, nee, dann wäre das wichtig, dass du da auf jeden Fall mal nachgehst. Ich muss dich mal wieder dran erinnern, wahrscheinlich irgendwann. Ja, ich muss mal irgendwann diese Festplatte nochmal suchen. Ja, nee, das zum Beispiel, ich habe ja, also ich hatte ja so eine Phase, dieses Blatt wollte mich persönlich angreifen, glaube ich. Ich hatte ja so eine Phase, dass ich so einen Hass gegen meine eigenen Kinderbilder hatte. Weil ich war so edgy, oh mein Gott, meine Kinderbilder, oh mein Gott. Nee, das war halt einfach so, das war so ein, ich wollte mich nicht selber als Kind verhaben, beziehungsweise war wahrscheinlich so nochmal ein ganz anderes, deepes Thema, was ich jetzt nicht anschneiden möchte. Ne? Aber es ist so, jetzt im Nachhinein denke ich mir, es ist unfassbar schade, dass ich diese ganzen Bilder nicht habe. Ich hatte meine Zeit, so ganze Brotbox mit so Bildern. Die haben wir auch leider nicht mehr, glaube ich. Und die einzigen Kinderbilder von mir, die noch existieren, sind 4 Bilder, die wir noch haben. Ja, das ist krass. Das tut mir so weh, ne, mittlerweile. So, ich kann mich natürlich noch an viele Szenerien selber erinnern, aber wer weiß, wie lange man sich noch daran erinnert, ne? Ja. So irgendwann vergeht ja auch dieser Gedanke an diese Situation, die man noch im Kopf hat und so weiter. Also das verschwimmt dann irgendwann auch einfach. So, und das ist halt dann nochmal, ich glaube, so vom Gefühl her ist es halt einfach irgendwie so,
so nicht mehr greifbar. Ja. Irgendwann. Das ist voll die emotionale Folge, ja. Ja, Mann, ich gehe gleich anfangen zu weinen hier nach. Und nachher, ich schließe mich wieder für nächste Woche ein. Sorry, nächste Woche kann ich leider kein Podcast aufnehmen. Nee, aber ne, es ist halt so voll so das Ding, dass du Kinderfotos und weiter. So im Nachhinein, man sagt immer so, ja, man schmeißt die nicht weg, weil das ist so eine Erinnerung, die irgendwann fehlt. Und ich war so, ja, mich juckt das nicht. Mhm. Und jetzt sitze ich hier. Wir reden darüber und mich juckt das. Auf einmal juckt es mich. Ja. Und so weit denkst du als 17-jähriger kleiner Kelb nicht. Da sitzt du dann so und denkst dir so, ich hasse Menschen. Also ich hasse Menschen und ihr seid alle scheiße und ich bin edgy. Ja. Ja, das ist halt, was soll man machen, ne? Kann man nichts machen. Kann ich nicht retten. So, was würde ich noch retten? Achso, das waren... Ich habe nur zwei Sachen genannt. Ja, was ich an mir habe, ist alles eigentlich wichtig. Aber sonst, ich würde vielleicht wirklich. Ich würde vielleicht einen Manga noch von mir mitnehmen, den ich habe. Heißt Chivalry of a Fate Knight und ich mag die Story unfassbar sehr, sehr gerne und ich würde Band 1 mitnehmen. Einfach, weil ich dann wieder von neu anfangen kann. Weißt du, so. Ich habe alle meine Mangas, werden dann scheiße, wenn weg sind, ne, weil es Geld. Aber am Ende, doch, warum nicht? So, ja, warum diesen nicht? Einen, diesen, den man so gerne mag, dann nochmal holen und dann wieder darauf aufbauen, doch, wäre ganz geil. Doch. Ja. Haben wir nochmal was zum Sammeln, wa? Ne, warte, doch, ich habe meinen PC mitgenommen, meine Pokémon-Spiele in der Box und meinen Manga, ja. Das ist aber crazy, wa? So, wir sitzen jetzt hier mit einer langen Verspätung. Wir wollten um 15 Uhr aufnehmen. Wie vor haben wir? 20 Uhr. Oh. Und ich bin zum Essen verabredet. Ja. Das Ding ist, du musst wahrscheinlich gleich mit dem Bus nach Hause fahren, weil das ist hier ein Upladen. Das ist der Weg, ist der kürzer. Mir ist das egal, ich kann auch mit dem Bus fahren. Perfekt. Mir ist das Wumpe. Solange du gleich noch mit mir ein paar Bilder machst, 1, 2, 3. Ja, können wir machen. Ja, nee, aber du warst ja, wie kommt's denn, dass wir hier so spät hier sitzen, Chef? Ja, also das Ding ist, es war ja nicht unbedingt meine Schuld, aber... Unglückliche Zufälle. Ja, ich sollte meinem Schwager was helfen, eigentlich nur so Auto packen für morgen, so. Ja, auf einmal habe ich den irgendwie den ganzen Tag geholfen. Auf einmal so, oh, ich sollte eigentlich nur da helfen. Deswegen, das war ein bisschen doof. Soll ich den ganzen Tag Ja, und ich hätte mein Handy mal auf stumm machen können. Egal. Das frage ich mich schon die ganze Zeit, aber ich akzeptiere einfach und lebe damit, weil man kann manche, so wie die ganzen äußerlichen Eindrücke, die wir hier sammeln durch diesen Podcast, die über audiovisuelle Darbietung natürlich alle erhaschen könnt mit euren wohlgeformten Ohrläppchen, kriegt ihr da alles ja mit, ne, was hier um uns herum so leicht passiert. Ja. Ja, aber auf jeden Fall. Hab ich gerade gelabert. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, also meine Schwester hatte mein Auto und dann hatte die mir das Auto halt gebracht bei einer Stelle. Und die hatte auch mir einen Schlüssel gegeben von meinem Vater. Mhm. So. Und so, den Schlüssel wollte ich wieder mit nach Hause nehmen. Ich bin nach Hause gefahren. Also mir ist der Schlüssel vor Ort einmal runtergefallen. Deswegen habe ich den mir aufgehoben und ich war mir sicher, dass der irgendwie auf dem Sitz lag oder in meiner Flaschenhalterung oder halt in dieser... Ne? Also du hast den Schlüssel verloren, aber den wieder aufgehoben und genau, dann war er weg. Nein. Hä? Der Schlüssel ist mir runtergefallen. Okay. Und dann habe ich den ganz normal aufgehoben, weil ich das mitbekommen habe und bin dann ins Auto gegangen und der lag dann irgendwann... der lag entweder auf dem... Also ich wusste, dass der irgendwie auf dem Sitz oder im Getränkehalter war. Mhm. So, bin nach Hause gefahren, wollte halt die Podcast-Sachen holen, dass wir den Podcast aufnehmen können. Und dann fragt mein Vater nach dem Schlüssel. Ist, ja, ich habe den bekommen von der Christina. Also meine Schwester ist Christina, by the way. Erstmal gedoxt, rein da. Und so, dann habe ich den gesucht. So, ich hatte den nicht mit aus dem Auto genommen. Habe ich im Auto geguckt, habe den nicht gefunden. Ich so, kann nicht sein, ich hatte den definitiv. Habe wirklich Auto komplett gefühlt auseinandergenommen. So, ne? Anscheinend ich zu ach, so deswegen gut saß ich wie in einem Lamborghini in dem Auto am Anfang. Ja, gut. So. Im Endeffekt nicht zu gut. Und dann dachte ich so, okay, komm. Also dann, ich habe wirklich alles nachgeguckt. Ich habe so eine Mittelkonsole, so ein Fach, wo ich auch ein paar Schlüssel drin habe. Und da habe ich auch reingeguckt. Der fährt also, ein E-Auto.
Das war ein sehr kontextloser Kommentar dazu. Muss sein. Ich habe halt so eine Mittelkonsole, wo ein Fach drin ist und ich habe da ein paar Schlüssel drin. E-Auto. Gehabt. So. Und dieses Fach habe ich komplett leer geräumt, weil es kann ja sein, dass das irgendwo unter ein Zettel oder so sich gerutscht hat. So, ne? Aber da war der nicht drin. Hab dann unter die Sitze geguckt und sowas, hab den nicht gefunden. Und ich meinte dann halt zu meinem Vater, ich guck nochmal da, wo ich den halt von meiner Schwester bekommen habe. Das war nicht weit entfernt von meinem Zuhause, ne? So. Und dann war ich da, weil da lag der nirgendwo auf dem Boden. Ich so, okay, ich hätte das auch mitbekommen, wenn ich beim Einsteigen oder so wäre, der mir nochmal runtergefallen. Das hätte ich gehört, so, ne? Ja, merkt, so. Man merkt das, glaube ich, auch. Genau. Meistens. Und dann habe ich da vor Ort halt nochmal genauer geguckt. Und dann habe ich den Schlüssel zwischen Sitz und Wand gefunden. Mhm. Warum lachst du so? Mich verwirrt das, weil das macht die Geräusche. Ich höre das hier. Achso, hörst du uns? Ich höre uns hier rüber. Wir haben hier so einen kleinen Bildschirm, Freunde. Und egal, man hört das halt. Ich weiß nicht, okay, gut. Ja, egal, stört mich jetzt nicht. Aber hab mich nur kurz abgelenkt, darum muss ich lachen. So, also auf jeden Fall, der Schlüssel lag dann zwischen Sitz und Wand, Mittelwand so. Also Konsole. Mittelkonsole, ja. Aber da halt die Wand unten, ne? Mhm. Und man hat den sehr schlecht gesehen und dann habe ich den gefunden. Das Ding ist aber, komm, jetzt die Story, warum vorher, du sauer auf dein Dad bist. Jetzt kommt die Story, warum ist sauer der hat das die ganze Zeit auf meinem Bett. vorher halt, wo ich noch zu Hause war, hat dann mein Vater auch noch mal in meinem Auto geguckt, obwohl ich überall geguckt habe. So, ne? Das Ding ist, der wollte dann auch in die Mittelkonsole gucken und man muss so einen Knopf drücken bei einer Mittelkonsole, um die aufzumachen. Eigentlich bei jedem Auto. Deswegen geht die nicht mehr zu! Und der hat einfach dran gezogen und hat damit kaputt gemacht. Ich war so sauer. Oh mein Gott, ich war so sauer. Ich habe ja eben noch gesagt, ich saß in deinem Auto. Deine Mittelkonsole geht nicht Arm so weg. Du hast dich einfach nur weggedrückt und hast einfach gesagt, ja, du hast nichts dazu gesagt. Ich war so, okay, gut, dann gibt ja bestimmt irgendeinen Grund. Aber das ist jetzt der Grund, dass So, und deswegen war ich sauer, weil es ist. Eigentlich hat jede Mittelkonsole diesen Knopf. Und man. Wenn es sein Auto ist, ist es ja egal. Also, aber man geht auch mit Fremdeigentum. Also, ich gehe ja auch mit seinem Auto in Ordnung um. Gibt er dir jetzt ein bisschen was Geld dazu, damit zu abbezahlen? Ja, ich lasse ihm das komplett. Die Mittelkonsole mache ich neu. Das zahlt er. Garantiert, das hat er auch gesagt. Und deswegen. Und ich habe den Schlüssel halt gefunden gehabt dann danach so und dann. Habe ich meinem Vater aber nicht Bescheid gesagt, dass ich den Schlüssel gefunden habe. Und jetzt sucht er immer noch wie ein Idiot. Nein, der sucht nicht unbedingt. Aber liebe Grüße an deinen Vater. Der ist halt nervös bei sowas. Trotzdem. Und ich habe ihm halt nicht geantwortet und der auch nicht auf seine zwei Anrufe oder so. Der hat mir sogar auf meine Mailbox gesprochen. Nee, soll der aussitzen. Jetzt gehe ich auch noch gleich essen. Und dann sitzt du beim Essen und dann so. Hat der jetzt den Schlüssel gefunden oder nicht? Hat er ihn gefunden oder nicht? Hat er ihn gefunden oder nicht? Ja. Aber. Sauer. Und wenn er sagt, warum hast du mir nicht Bescheid gesagt, werde ich auch sagen, ja, ich war ein bisschen abgefuckt davon gerade. Mhm. Was glaubst du, zu welcher Tendenz ist er gekommen? Ob du gefunden hast oder nicht? Weiß ich nicht. Der ist einfach nervös. Der ist einfach nervös. Ich merke richtig, dass er nervös ist. Boah. Ja. Aber mich trotzdem der ja, natürlich, also guck mal, deine Mittelkonsole ist jetzt am Arsch. Beziehungsweise, was heißt, die ist am Arsch? Ne? Du kannst jetzt nur, also das Ding. Ja, es ist. Hält einfach nicht von alleine. Aber du kannst es basically ja immer noch benutzen. Ja. So, aber trotzdem doof. Ja, nee, ist trotzdem doof. Musst du in sein Auto setzen und einmal mal knack machen und einfach mal mitnehmen. Das ganze Ding auseinandernehmen, wa? Hätten wir eigentlich nach Berlin machen müssen. Einfach in Berlin. So, ach, was ist denn da? Ja. Kaputt machen. Nein, liebe Grüße nochmal an deinen Vater. Weil der das auch hören wird. Ja, aber man kann ja trotzdem mal shoutouten, mein Freund. Ja. Ich schaut auch jetzt meiner Mom aus. Shoutouts an meine Mom. So, die wird es auch nie hören. Ja, aber bei deiner Mom habe ich eher das Gefühl, dass sie es irgendwann hören wird, als ich bei meinem Vater. Ja, gut, das macht noch mehr Sinn. Die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt meinen Bruder und Bella shoutouten würde, ich habe einfach meinen Bruder und Bella gesagt, das ist krank. Also mein Bruder und seine Frau shoutouten würde. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit wäre höher, dass das an die rankommt, weil du oder Marco das irgendwie denen schicken kann, weil ihr die Nummer habt. Das ist auch skurril. Ja. Stimmt, deiner Schwägerin wollte ich noch schreiben.
Die haben den Schrank, by the way, raus. Ah ja, okay, dann brauche ich nicht mehr zu schreiben. Dann kann ich der mal Schrank den Chat ausstimmieren. Ja, okay, gut. Die haben den raus. Weil der Transporter ist mittlerweile wieder da. Achso, ja gut, ne, die haben den mittlerweile raus. Ja, gut. Aber was lustig wird, freu dich, Marco, wenn Marco auszieht, ja, das wird ein wunderschöner, weil man würde jetzt denken, kleiner Bruder hat nichts zum Ausziehen, nur außer seine persönlichen Dinge, der darf die ganze Einrichtung mitnehmen. Von wo er jetzt gerade wohnt, darf er wahrscheinlich komplett mitnehmen, ja? Auch die Küche? Nein, okay. Die nicht. Ich habe das jetzt einfach erzählt, ist mir egal. Liebe Grüße gehen raus an Marco. Ich gebe so viele Shoutouts heute. Ja. Liebe Grüße an Sandy. Achso, ich muss auch noch einen Shoutout machen. Ja, das wollte ich, glaube ich, gerade machen. Lena, oder? Ja, habe ich das erzählt? Nein, ich wollte gerade auch Lena Shoutouten, weil du es vergessen hast letztes Mal. Nee, ich habe es mit Absicht letztes Mal nicht gemacht. Ja, das habe ich ihr auch gesagt. Na gut. Nee, so, weil wir letzte Folge einen Gast hatten. Die hat nämlich geschrieben gehabt auf Insta. Ah, okay. Sie vertraut mir nicht, dass ich das mache. Nein, ich soll dich dran erinnern. Ich glaube es war, ich soll dich dran erinnern. Ich guck gleich nochmal nach. Chillig. Cool. Aber, danke dir. Werde ich mir merken. Ja, nee, aber. Boah. Schönes Wetter heute, wa? Hattest du nicht schon eine zweite Smalltalk-Frage? Ich hatte überlegt, ob ich. Also, ich dachte, du suchst noch eine raus vorher. Ach so! Hast du scheinbar nicht gemacht. Dann schaue ich jetzt mal eben schnell einfach. Aber ich mache jetzt auf Internet-Speedrun, schön auf dem Private-Folder natürlich. Ich wollte gerade fragen, bei welchem Buch hast du zuletzt geweint? Aber ich glaube, du liest nicht. So vom Ding her. Chick. Alle Chick habe ich nicht gelesen. Ich habe nur den Film geguckt. Ich habe den ersten Kapitel gelesen. Wir hatten das ja in der Schule als Dings, ne? Ja, naja, obvious. Wir waren in derselben Jahrgang. Oh, wow, okay, sorry. Ich wusste nicht, dass du auf einmal Premium-User bist hier. Nein, es kam. Ne, wir hatten ja Löcher gelesen vorher. Ja. Löcher. So ein hatten wir gelesen. Ey, ich fand das Action war eine spannende Story, actually. Ich hätte mir gerne den Film dazu mal angeguckt. Ich habe den Film geguckt. Ich habe den Film nicht geguckt. Ich habe jeden Film geguckt zu der Buchverfilmung, damit ich das Buch nicht lesen muss. Das war darauf, weil ich hinaus. Löcher hab ich geguckt. Wir hatten ja, wir hatten Chick, das Buch und mussten das ja lesen. Und dann war das so, dass in dem gleichen Jahr, während dieses Thema lief, der Film rauskam. Naja, der Film kam raus. Und dann sind wir mit unserer Klassenlehrerin, die ja. Nee, wir sind mit dem ganzen Jahrgang sind wir ins Kino gegangen. Vor allem, man muss dazu sagen, wir sind vorher ins Kino gegangen, bevor wir mit der Buchreihe angefangen haben. Uns echt? Wurde, ja, wir waren. Wir uns hatten wurde, die schon. Wir hatten, ja, wir hatten, das schon. Achso, wir hatten auch die Bücher. An, ne? Das Ding ist, es war trotzdem so, dass wir die Bücher schon haben, aber wir haben noch nicht richtig mit dem Lesen und mit den Aufgaben und so, was man halt bei so einer Buchreihe oder so macht bei, in der Schule, haben wir noch nicht so angefangen mit. Mhm. Und dann haben wir dann den Film geguckt und das ist doch logisch, dass keiner der Schüler ja, ey, das Buch dann aber, noch liest. Aber was ein bisschen frech war, unsere Klassenlehrerin hatte dann so Stationarbeit gemacht. Die hat das mit Absicht, die wusste, dass niemand mehr das Buch lesen wird dann, wahrscheinlich. Hat die Fragen reingenommen, die nur so im Buch beantwortet werden. Das ja, okay, war so das respektlos. Ist krass, das ist krass. Die meint das, die hat das ernst gemeint. Liebe Grüße an sie auch noch. Wundervolle Lehrerin, sonst wäre ich nicht hier. Also meine Deutschlehrerin, die hat sich da nicht... So in irgendeiner Gasse. Halb tot. Meine Deutschlehrerin hat sich da nicht Mühe gemacht. Ich konnte auch die Klassenarbeit schreiben, ohne das Buch zu lesen. Also nee, bei die der Note war auch gar nicht so vier. Bad. Oder ich so. Hatte eine 4. Ich glaube, ich hatte eine 3 oder eine 2. Das war gar nicht mal so schlecht. Ja, aber ich habe euch ja gesagt, Leute, ich hatte ja diese Examen. Ah ja, stimmt. Ich hatte Examen war ein großes Thema hier während des Podcasts, 4 Wochen oder so. Ich habe letzte Woche meine Ergebnisse bekommen, am Montag tatsächlich. Und ja, ich habe leider bestanden, ja. Glückwunsch. Achso, vielen Dank. Ich hab leider bestanden und... man ist mit einer klassischen 4 gewinnt reingegangen, ja. Also mein Mindset war auf 3 gewinnt. Realistisch waren 4 gewinnt. Also ich habe 3x4 geschrieben. Ja, natürlich ich auch. Geil. Hatten wir noch super geredet. Ich habe 4x4 geschrieben, ja. 4x4? Wow. Du hast wirklich 4 gewinnt gespielt. Ich habe 4 gewinnt gemacht. Du warst so in einer Reihe. Ich habe quasi Tic-Tac-Toe damit gespielt. Ja. Aber ich bin jetzt durch. Jetzt geht's weiter. Habe jetzt bis August frei. Bis Ende August. Ich will jetzt einfach mein Leben... Ich mache jetzt und dann nochmal dann Anerkennungsjahr 110% rein da. Das wird geil.
Das würde wirklich. Und erst das Jahr halt richtig Geld verdienen, ne? Boah, ja, und darauf freue ich mich auch schon so richtig. Ich habe schon. Schulden abgezahlt. Ey, way, okay, deine. Wie viel? 180 Euro waren es mittlerweile? Keine Ahnung, wie. Bei mir? Wie ein Mikro. Achso, das habe ich halt gar nicht mit reingerechnet. Doch. Kriege ich die eigentlich mal wieder? Die liegen bei mir in der Tasche. Wofür brauchst du die? Gar nicht. Ja, guck. Ich habe wahrscheinlich mehr damit angefangen als du. Ja, nee, ich aber damit bestimmt. Du hast dich schon reingerechnet, du hast mir das schon geschickt. Hab ich? Du hast mir das schon geschickt, ja. Ich habe das alles schon auf den Blick, grundsätzlich. Aber ja. Nein, ich habe das doch nicht gerechnet. Du hast mir das schon geschickt. Ich weiß nicht, weil zu teuer die waren, 200 irgendwas, oder? Du hast mir das schon geschickt? Ja. Ja? Nein, ich habe es bei mir in der Liste nicht drin. Ich kann gleich mal im Chat gehen. Aber auf jeden Fall, um davon wegzugehen, ich habe auch schon voll die Idee, was ich damit mache, wie ich das mache. Mein Bruder hilft mir da auch natürlich noch ein bisschen bei Sachen, die dem Podcast nichts angehen. Und ja, sonst, dann geht's ab. Darauf freue ich mich, dass ich dann endlich mal wirklich abseits von meinem BAföG und da, wo ich arbeite, Geld, dann nochmal, dann habe ich das. Vom Anerkennungsjahr und da, wo ich arbeite. Boah, geil, oder? Ja. Geil. Doppelt hält besser. Oder so. Natürlich. Ist auch, ich dachte ganz kurz, die gehen mit einer Ente Gassi vor uns. Ich dachte ganz kurz, es wäre so ein kleiner Hund. Ja, guck mal, die Enten verlassen uns. Oh nein, nein, nicht die Entis. Wir haben hier so Enten. Also da ist eine Mauer so neben uns und hinter der Mauer waren. Ich bin mir sicher, man sieht die Mauer. Ja, aber die Leute, die uns nicht hören, nur hören. Da ist eine Mauer auf jeden Fall. Touché. Stimmt. Und hinter der Mauer waren halt zwei Enten. Ach, guck mal, da ist auch eine. Wow. Die läuft. Die läuft richtig schnell. Oh, da ist eine auf der Straße. Oh, wow. Nein, komm wieder zurück, Karl. Ich hab sie Karl getauft. Jetzt gerade eben. Nee, aber. Ja. Ich würde mal sagen, das war heute eine ganz entspannte. Heute mal wieder eine kurze, entspannte Folge. Ja, ich hoffe, ihr konntet uns diesmal audiotechnisch genießen. Nicht so wie letzte Folge. Genau. Ich habe mein Bestes gegeben, Freunde. Ich habe mein Bestes gegeben. Es war ein bisschen unlucky. Wir hatten, für die Leute, die halt die YouTube-Folge geguckt haben, man hat ja gesehen, dass wir die Mikrofone genutzt haben. Aber warum auch immer, also wir hatten die Kamera nicht dabei. Wir hatten nur ein iPhone als Kamera dabei. Und wir haben das iPad genutzt, um die Mikrofone aufzunehmen per Klinke. Das hat aber übel nicht funktioniert, warum auch immer. Und wir hatten halt nur den iPad-Mikrofon-Sound, den Handy-Mikrofon-Sound und halt das Mikrofon DJI. von unserer Gästin. Das Funkmikro. Genau, das DJI. Ich hab mir jetzt auch vorgenommen, wenn wir dann in Kassel sind und da machen, bei Gott, ich nehme beide, ich sichere mich mit einem Funkmikro ab, dich und dann noch so, dass ein Gast an das hat. Dann hört man uns zumindest. Na, wenn wir nach Kassel fahren, da habe ich mehr Platz im Auto. Da kann ich die Kamera mitnehmen. Stimmt. Und ich hätte die Kamera auch so mitgenommen, ich habe die nur vergessen zu Hause. Und dann war das Auto voll und dann haben wir die sowieso nicht geholt. Ja, dann war egal. So, ne? Aber in Kassel haben wir einen Platz weniger und der Kofferraum ist größer. Das stimmt. Aber wir fahren mit deinem, ne? Ja. Geil. Freue ich mich schon drei Stunden. Nimm die Kiste mit dem Kabeltool raus. Also das Blaue, das lasse ich drin, aber da haben wir ja gutes Platz. Ja, ja. Gutes Platz. Da haben wir gutes Platz. So, ne? Und wenn Marco wieder seine Tasche zwischen die Füße nimmt, dann haben wir auch mehr Platz. Nee, das sollte auch so klappen, ne? Also wir haben in meinem Auto definitiv mehr Platz als diesem scheiß Corsa, Alter. Ich fahre nie wieder mit diesem Corsa, ey. Muss die Mittelkonsole kaputt machen. Ich schwör's dir, nächstes Mal kauf ich, okay. Okay. Sorry, Multimillionär, darf ich noch mit dir reden? Das war mittig mit dem Auto, ehrlich. Ja. Hab ich keine Lust mehr. Nee, verstehe ich. Wir fahren wieder mit der Bahn oder so. Oder mit dem Transporter. Das kann ich auch machen. Das wäre geil. Das hat auch nochmal einen anderen Vibe. Mal viel mehr Platz. Ja, mit dem VW. Ja. So, auf jeden Fall abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch überall. Das klang cool. Oder? Aber nicht überall. Doch, wir müssen. Ja, doch. Schon gut. Mach überall, wieder. Überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Auf YouTube natürlich auch gerne mal ein Like da lassen. Auf Spotify gerne die 5 Sterne. Das würde mich natürlich sehr freuen. Auf anderen Plattformen? Man kann bestimmt überall. Nein, man kann nicht überall. Bei Apple kann man 5 Sterne. Apple, da habe ich auch schon 5 Sterne gegeben. Sag ich dir ehrlich. Ja, ich nicht. Na, sag ich dir ehrlich. Ein frecher Wicht bist du. Nee, aber ne? Dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder zu einer wunderschönen Podcast-Folge eures Vertrauens. Sinnlos Podcast. Und folgt uns auch auf Social Media, Instagram, TikTok, wo irgendwann mal Reels kommen. Alles in der Podcast-Beschreibung. Wenn irgendwann mal Reels kommen? Ja, ich habe ja schon einmal versucht.
Aber gut. Dann hatte ich kein Programm. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Küsschen aufs Nüsschen. Boah, war das lässig. Weh. Haut rein, Freunde.